Kankra kann uns Saurons Schwäche zeigen. Wir brauchen sie. Amateur! Ich stelle mich normalerweise nicht vor, aber ich möchte, dass du etwas verstehst. Ich bin nicht dein Erzfeind. Ich bin ein sehr geschickter Ork und ich kassiere wirklich viel, damit sich dein Kopf und dein Körper trennen. Du bist tot! Andere werden kommen. Andere wie ich. Ihre Aufgabe wird sein, dich zu töten. Was wohl all die Gondor? Wenn wir noch mehr Hauptmänner verlieren, kann bald niemand mehr die Armee anführen. Hey, bist du nicht der Tölpel, auf den ein Grauk geschrackt hat? Nein, du bist es! Wenn ich das den anderen erzähle, du warst buchstäblich unter einem Haufen begraben! Das hört sich nicht gut an, du überlebt hast! Kankra kann uns helfen, Saurons Heer zu schwächen. Sie nutzt die Wahrheit, um ihre Lügen zu weben.
Ich muss noch mehr sehen. Ich weiß. Wenn du das Schicksal Saurons kennst, zeig uns seine Schwächen, damit wir ihn bezwingen können. Dein Verständnis ist begrenzt. Nichts würde ich lieber sehen als seine Qualen, wie er sich vor mir windet. Doch meine Augen richten sich auf das Schicksal von Mittelerde. Dann gib zurück, was du mir gestohlen hast. Und ich bringe dir Sauron in Ketten. Wieso sollte ich, Ringschmied? Du und Sauron seid eins. Ist es das, was du wolltest? Wahrheiten und Rätsel? Sie ist nicht unsere Verbündete. Deine sicher nicht. Komm, Talion. Sieh durch meine Augen. Ihr Untergang kommt von innen. In Minas Ithil gibt es einen Verräter. Doch wer? Zweifelst du an ihr? Ihre Visionen wurden wahr. Wir haben es beide gesehen. Dann kämpft Minas Ithil einen Krieg an zwei Fronten. Halt, leuchtender Herr! Wir wissen, wie man den Verräter findet. Führ uns zu ihm. Ein Häuptling schickt einen Boten zu ihm. Wir zeigen euch den Boten. Da, seht ihr, die dunkle Herrin bietet ihre Kleinen an. Ein Nest voll mit ihren Kindern. Weckt sie auf und seht zu, was sie tun. Ist der Bote. Folgt ihm und er führt euch zu seinem Meister. Ab jetzt gehen wir allein. Versteck dich, Gollum. Lassen, haben sie gesagt. Warum gehst du nicht zurück? Warte! Ich rieche etwas! Eines Tages bin ich Häuptling. Klar. Und eines Tages bin ich der dunkle Herrscher. Lach du nur. Du
Vergib mir, Häuptling. Bitte, verschon mich. Schleicht da jemand umher? Gut abgemacht. Wer von uns als erster Häuptling wird befördert, den anderen zum Hauptmann? Es geht schnell. Ich dürfte es da blöd. Dann machen wir uns auf die Jagd. Er gehört mir. Ich schnapp ihn. Mir entgeht gar nichts. Weißt du, ich hab so ein kleines Vieh mal gebissen. Nun, ihr Gift tötet dich ja nicht. Haut dich nur um. Ich hatte Glück, dass sie mich nicht holen kamen. Sonst wäre ich jetzt sicher längst verspeist. Mehr Spinnen! Ich glaub, ich brauch mehr Bock. Komm zurück! Oh Mann! Glaublich! Aus dem Weg! Ich habe Wichtiges zu tun! Menschendreck! Darauf warte ich schon mein Leben lang! Ich verfehle keine meiner Chancen oder Schüsse! Nicht deine Schuld. Versprochen. Lauf, kleine Made! Lauf! Ich muss nicht den ganzen Tag drüber reden. Warum die Eile? Wer weiß. Ist doch egal. Das stimmt. Zu tun. Ich treffe den Menschenbrecher. Ich komme vom Verräter und habe wertvolle Informationen für ihn. Ich war dir nicht im Weg. Und wenn du sowas Wichtiges zu tun... Waldläufer! Wir können gerne so tun, als hättest du eine Chance. Aber ich weiß schon, wo ich meine Pfeile hinschieße. Und ich treffe immer. Schmetterung!
mächtig wie ein Fisch ohne Wasser. Das hier ist jetzt dein Wasser. Atme. Wenn ich eine sehe, das stimmt. Verzeih ich sie. Zu tun. Ich treffe den Menschenbrecher. Ich komme vom Verräter und habe wertvolle Informationen für ihn. Ich war dir nicht im Weg. Und wenn du sowas Wichtiges zu tun hast, warum hältst du dann an und prahlst vor mir damit herum? Beweg dich, du Made! Wichtige Neuigkeiten für den Häuptling! Hab gerade den Bleichhautverräter getroffen! Ich soll dem Anführer was ausrichten! Halte lieber deine Klappe und beweg dich! Der Menschenbrecher wird dich häuten, wenn du es jedem erzählst! Nur ran.
Menschenbrecher! Der Grabwandler ist hier und hinter mir her! Ich hab nichts über den Verräter gesagt! Glaub! Euch gesagt. Redet niemals offen über den Verräter. Nehmt euch diesen erbärmlichen toten Trottel als Beispiel. Die nächste Made, die das Wort Verräter in meiner Nähe auch nur flüstert, endet noch schlimmer. Ushak. Hast du schon mal das dürre Ding aus Haut und Knochen hier rumlaufen sehen? Das kleine Ekel scheint ab und zu sein Gesicht. Sie eine Leiche! Einer von uns! Ignorier ihn einfach. Zu dürr zum Essen, zu schwach als Bedrohung. Überläufer in Minas Ithil hab. Tja, von mir erfährst du nichts. Ich bin zu dumm für diesen Krieg. Musste mal da Ja, den hat er gerührt!
mit den Gondoranern an deiner Seite, fällst du. Das ist kein gutes Zeichen für Minas Ithil. Kleinen Überläufer in Minas Ithil hab. Tja, von mir erfährst du nichts. Unter seinen Kopf!
umzingelt ihn! Das ist das Werk des Hexenkönigs. Er verhöhnt uns. Wir müssen meinen Ring zurückholen. Das werden wir. Doch zuerst kümmern wir uns um den Verräter in Minas Ithil. Talion, grausame Rächer, blutdürstige Mörder, schlachtet alle Orks, schneidet ihre Köpfe ab, zermatscht ihre Gehirne, zermalmt ihre Gesichter. Er hat seinen Nutzen. Mit meinem Ring hätte ich das verhindern können. Wir müssen ihn zurückholen. Das werden wir. Aber erst müssen wir uns um den Verräter in Minas Ithil kümmern.